Messer dabei. So. Was geht denn ab, Alfred? Ein Basic brauche ich nicht. Hab schon was. Ja, von uns. Oh mein Gott. Gerade Bodycam gestartet. Ja, okay. Digga, wenn ihr gleich kommt, ne, Abo. Bing, bing! Wer klimpert hier vor sich hin? Schön, ja. Sie dürfen sich eine, wenn sie gucken, welche Dienstnummern belegt sind, und die nicht belegt ist, dürfen sie sich eine aussuchen. Kann ich das denn sehen? Ich bin die 25. Ich werde sie gleich noch in den D-Funk einladen. Das ist denn mir schön. Wollte ich auch noch nachfragen. Das ist komplett nicht dicht. Achso, eine Frage, wie trage ich eine Person und wie lege ich die dann wieder hin? Also, ja. Wir lassen sie sich das mal von ihren Sanitäter oder von ihren Kollegen. Bereit! Wer ist gerade im Kopf? Also schon etwas länger. Weißbrot, willst du Bier? Erkläre ich Ihnen nachher, wenn ich hier im KH bin. Willst du ein Bier trinken? Ich geb dir ein Bier. Ich bin wichtig, bitte. Welche Größe hast du? Ist egal. 28. Schuhgröße, Klappmesser. Was schaut denn alle auf einen geilen Sixpack so? Mann. Moin, Herr Officer. Guten Tag, trinken. Sind die Bugattis hier alle vergeben, weil. Die gehören alle mir! Einer gehört Philipp. Die alle nicht angemeldet sogar. Ich bin zu bitten, die hör auf zu schreien! Ich hab sie. Halt dein Maul. Ich würde sie bitten, die Bugattis umzupacken. Sollten die in 5 Minuten noch nicht geparkt sein, werden alle beschlagnahmt. Ja, machen wir. Wir können sie jetzt schon beschlagnahmen. Ich sag dir mal was auf Face der Pappnase. Der ist natürlich, glaube ich. Hallo? Ja. Junge, lass den Typen. Also einer wird da in 5 Minuten auf jeden Fall noch stehen. Und checkt einer auch, hä? Ey! Ey, doch! Einer steht ja ganz vorne. Mein, einer von Bugatti ist dort gar nicht. Ja, der ist Philipp. Ja, okay. Ich fahr den Krankenhaus. Okay, ich hätte den Abstich, Alter. So gerne Abstich. Mach. Ja. Stichkorn und ab geht's. Ich zieh den ab, Doktor. Der sind ja wieder kurz. Ich hab meine Verstärker und er verpisst sich. Guten Tag. Der Mann da hinten ist gerade gestolpert und gegen den Pfosten geknallt. Sein Bauch hat jetzt totale Schmerzen. Da. Na, ich schau gleich mal nach. Ach, scheiße auf die Sirenen. Ja. Es gibt schlimmere Sachen. Ach, geht ihm doch noch gut, er kann doch noch laufen. Nein, das Problem ist, ich bin gerade. Ich bin gerade voll mit meinem Bauch gegen diesen Poller gerannt. Fährst du hin oder? Gefallen. Brauchen eine NRF am PD, bitte herkommen. Patient muss ins Krankenhaus. Warten Sie, da kommt gleich eine NRF und holt sie ab. Es tut mir so weh. Mediziner, er sagt, er hat starke Schmerzen. Ja, der NRF kommt gleich. Was ist denn da? NRF? Irgendwas geben gegen die Schmerzen. Ah, sind sie wieder da. Rettungswagen. Gab es Einsätze? Also einmal bitte den NRF bitte zum PD kommen. Mit dem NRF?
Ja, wir kommen. Ja. Im Funk, der G ist gerade, glaube ich, im Knast. Und ich lieg vor der Polizeistation. Ich habe solche Magenschmerzen. Wenn du kannst mal zum. Komm zum MD, ich muss glaube ich gleich ins Krankenhaus. Ganz ruhig, da kommt gleich hier. Ein Rettung, Krankenwagen. Kannst du gleich dir einen Schuh von meinem Kopf nehmen, bitte. Das ist nicht angenehm. Officer, können Sie vielleicht den Schuh von mir wegnehmen? Den Schuh? Ah ja, Schuh. In meiner Schulter, danke. Da fährt direkt die Tür da, aber Alter. Ja. Also auf die Tür. Haben Sie keine Medkits mehr? Der muss zum Krankenhaus nur gebracht werden. Hat im Bauch irgendwelche Symptome. Ist verhärtet. Und noch einen schönen Tag, die Beamten. Ja, genau. Hier liegt eine. Ah, und der nächste, der liegt. Wo liegt da einer? Da vorne bei uns. Ja, ich komm gleich. Herr Kollege? Alfred? Ja. Wollen wir machen so ein MRT oder X-Ray? Also, einmal ein MRT. Okay. Ja, hätte ich auch direkt gesagt. So, wieder Digga, mach doch mal die Sirenen aus, Mann. Welche Sirenen? Bei mir sind keine an. Aber bei dir nicht, dann ja schon. Da hat der Achim mich einfach getasert, der dachte auch, dass da irgendwas. Ja. Ich glaube, ich zieh gleich diesen Kopf ab, diesen Falle, oder wie der ist. Ich geb den Falle von Sack auf. So, bitteschön. Geht's ihm gut? Geht schon, ne? Muss ich jetzt auch einen NRF noch für Sie holen, dass Sie zum Krankenhaus gebracht werden? Naja, ich bin abgestochen worden. Vielleicht wäre das nicht so schlecht. So, ein NRF bitte zum MP kommen. Messerstecherei. Messerstecherei. Komm, soll Hartmann kommen oder soll er das hier weitermachen? Bei dem MRT? Hartmann soll mal anfangen. Dann können Sie den anderen Patienten weiter untersuchen. Dahin? Zum MP. Voll langweilig hier, ey. Ich werd schon müde. Bin unterwegs. Ja, einmal. Perfekt. Hälfte. Also guck mal, als ich schon nackt war, da waren die noch nicht mal auf der Insel, sag ich mal so. Digga, Weißbrot. Hey. Das ist schon leicht ein bisschen rassistisch, ne? Soll ich die Polizei gleich dazu holen? Ich mag Weißbrot. Also. Also ein bisschen zuhören, wäre gut. Wo fahren Sie denn hin, Herr Hartmann? Hier, wir stehen hier vorne an der Ecke. Boah, ich hab richtig Bock auf die. Bitte Sirenen ausmachen. Ich hab richtig Bock auf Toast jetzt, Alter. Bin kurz weg. Der? Ja, der hockt da. Der in der. Wer? Mit dem blonden Hahn, der da sitzt.
Neben dem roten. Jo. Hallo. Guten Tag. Den müssen sie einmal mitnehmen. In 2 Minuten können sie wiederkommen, haben sie auch nochmal was zu tun. Sie können ihn ja ein bisschen stützen. Let's go. Was machst du denn? Was für ein chilliger Tag heute. Alle sitzen irgendwie am MP nur. So, nichts mehr los, wirklich scheiße. Was soll ich sonst machen? Am ATU ist nichts los. Am ATU ist nichts los. Du hast noch gar nicht gesagt, dass du wieder im Dienst bist. Ich bring dir Arbeit, wenn du arbeiten willst. Ja, ich auch. Also. Ich auch. Liegt dir nur an dir, ob du arbeiten willst oder nicht. Spaß, hoffe nicht, dass du bald bekommst. Na, ich glaube aber heute nehme ich mir mal frei, weil. Alter, was ist das denn, Digga? Was ist das denn? Ich bin beim ATU einer der aktivsten. Das ist ein Fiat 500. Ist ja cute. Der Panto ist das. Ja, der ist geil. Der Panto, die kann man so umschauen. Der holt ihn sich jetzt? Was ist das für ein. Das? Gambo. Nee, aber was ist das für ein Gambo? Oh, ich nimm's hier frei. Du sollst meine Autos umlackieren, Kollege. Was ist jetzt los? Eine Endlosfarbe. Weiß. Also kann man aus dem Panto dieses kleine Ding da machen? Ja. Der Panto ist das kleine Ding. Nee, aber es gibt nochmal so einen ganz anderen, so einen, der ist eher so rund. So Zweisitzer, auch so klein. Mini Cooper oder was? Ich glaub schon, ja. Den gibt's so überhaupt nicht mehr. Im Shop. Und das ist auch ein neuer aus dem Shop. Steve, was kostet MRT beziehungsweise... MRT kostet nichts. Das ist halt so die Krankenkasse. Okay. Genau, hast du gekriegt. Er hatte was Schlechtes gegessen, das kam dann wieder hoch und genau. Oh. Aber nicht mit mir. Ah, okay. Wenn die Rechte nicht vorliest, selbst schuld. Ich will auch nicht aufstehen. Er muss ja die Rechte vorlesen. Ja, hat er aber nicht. Oh, na dann ist sein Pet. Ja, dann kannst du ja dein Bugatti mal aufstehen. Ey, frag mal dein Fahrzeug richtig, bitte. Das ist ein 300 SL, mein Freund. Ist das der Besitz? Mehr PS als deine Karre da. Boah, der riecht nach Scheiße, war der. Was hast du gesagt? Dass du nach Scheiße riechst. Ach, Bruder, was machst du da? Was geht denn hier wieder ab, ey? Ja, zum Glück ist ein Sunny da. Jan, oder soll ich anfahren? Ich bin jetzt fertig. Warte, ich klär das noch gerade. Ah, oh, nein, nein, hast du mir nicht. Gefahrt, Jan? Nein. Zu spät. Nein. Doch, es war schon zu spät. Hast keinen Kopfschuss gemacht. Du kannst das Auto reparieren, doch, noch hab ich. Nein. Du hast ihn in den Arm geschossen. Das ist aber dir wohl. Ey! Oh, sorry. Sorry, das war nicht extra. Das war ehrlich nicht extra. Warum sehe ich so an? Ah ja, bin ja momentan schief von dem Medics. Ja, genau. Deswegen sehe ich anders aus. So kleine Eier. Seid ihr vor Ort? Funkcheck? Er kann nicht mal schlagen. Er holt Messer raus, Alter. Nächstes Mal, ich sehe ja ein Boxchen so zusammen, Alter. Ich kenne aber auch noch jemanden, der kleine Eier hat, Philipp. Warte, jetzt hol ich mal eine Waffe. Und ich? Wer denn? Wer ist der kleine Eier? Philipp. Ich? Warum habe ich kleine Eier? Weil du kleine Eier hast. Ich mach ein Juwelier alleine, Alter. Ja, deswegen hast du auch kleine Eier. Manchmal bezweifle ich an Leuten hier auf dem Server, dass sie gar keine haben. Ja, Philipp hat kleine Coronas. Also ist hier mit. Wir können wegfahren, ich war vor Ort. Wenn Neumann ist ein bisschen spät. Ja, sie hat mich gar nicht vorgesehen. Die nicht bis vorne in getönte Scheiben haben. Das war ein Reifen. Jo, stimmt. Und sonst, wie geht's euch so?
Na, ganz gut. Alter, ich hab nichts zu tun, Alter. Keine Waffeln verkaufen. Nein, Alter. Ich weiß nie, was ich anstellen soll. Ja, ich überlege, ob ich... Ich weiß noch nicht, wie lange ich noch mit Mechaniker mache, weil es ist ein bisschen langweilig auf die Zeit. Ja, wie schon gesagt, du sollst mein Auto machen. Ich mache ja momentan viel Organisatorisches bei den Medics. Und da wird sich auch die Tage ein bisschen was verändern, auch die Kleidung. Sind sie vor Ort? Ja, also... Ich guck. Ah ne, ist bei uns. Nein. Muss mal schauen, wie lange ich noch Mechaniker mache. Dann übernimmt mal. Ich will irgendwas haben, wo ich viel Spaß in der Stadt habe. Ja, ich habe mir vielleicht mal den so. Bad mal wieder. Ja, keine Lotte. Dann hast du Spaß im Geld. Nee. Muss auch ja mal sein. Bisschen Badpflege betreiben. Ackerpflege meinst du? In Weiß sieht der auch nicht schlecht aus, finde ich. Ja. Nimm auf. Steh auf. Eins. Zwei. Mach die Hände hoch. Mach die Hände hoch. Ja. Mach die Hände hoch. Ja, jetzt. Dreh dich um. Dreh dich jetzt um. Dreh dich um. Warum? Ja, sag warum. Eins. Ist der Alfred, ich geh jetzt außer Dienst. Bleib aber im Funk, wenn ihr mich braucht. Der Kopfschuss, Medic. Ey, das ist hier ein Kino, Alter. Ey, warum schießt ihr euch gegenseitig um, Alter? Ich sitze hier direkt im Blutplan. Warum machst du Bitch, Alter? Bist du vor Ort? Natürlich. Alter, du hast den Gampfer. Alter, ihr da. Positiv, bin vor Ort. Der hat einen Kopfstoß, glaube ich. Ja, ich darf den leider nicht hochholen. Och man, ey, hier geht's ab, ey. Die Reifen sind immer. Sitzen hier chillig da, unterhalten uns so. Aua. Fragen, warum der tot ist, sagen wir, der ist umgefallen. Ja, wer uns so sagen kann. Ich sag nur die Wahrheit. Er wurde umgebracht. Die Frage ist von wem? Ja. Polizei kommt schon. Und er sitzt hier auch noch hier hin. Der Täter. Eigentlich solltest du abhauen, Philipp. Nee, klar. So. Guten Tag. Er wurde von dem Herrn mit der Maske da umgebracht. Welchen Herrn? Mit der Maske. Den da. Das kann ich erklären. Und zwar. Erschossen. Ohne mich jetzt hier festzunehmen. Ja, dann nehmen sie die Maske ab. Mach ich sehr gerne. Hallo. Ja, der Herr da auf dem Boden, der hat mich da mit dem Messer angegriffen. Alfred, da schickst mir noch den D-Funk. Das war Notwehr, ja. Hab ich mich dann halt gewehrt, weil das wurde mir zu weit, er ging mir zu weit, er hat mich halt mit dem Messer angestochen. Und dann habe ich meine Leon. Waffe zur Notwehr ausgepackt und habe ihn bist du gerade im Dienst? Angeschossen. Nein, sieht man auch. Okay, haben Sie einen Waffenschein? Nee, sie sind nackt. Dafür habe ich einen Waffenschein. Ja, wenn ich kein T-Shirt an habe, bin ich außerdem. Die haben die Hose an. Die Hose darf ich anhaben. Sie bekommen? Stimmt. Ja. Gut, jetzt kommen wir zu meiner Frage. Ist hier irgendwo ein Jack? Jack, ja, ich. Ja, könnten Sie Ihr Auto vielleicht ein bisschen weiter am Straßenrand parken? Ich hab doch eigentlich normal geparkt. Da steht fast mitten auf der Straße. Da hat man den weggerammt. Ach, Mann. Nee. Zur Ausstellung. Hat dein Kopfschuss kassiert? Ja, ne? Ja. Oh. War der okay, wieder dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Okay. Ja. Was für eine Polizei. Nehmt den Mörder nicht fest. Hat der gerade Scheißpolizisten gesagt? Naja. Ja, gut gemacht, Alfred. Nur weil ich mir mal meinen Bart rasiert habe, sehe ich jetzt total anders aus. Darf Nikovs wirklich
doch nicht das erste Mal, dass ich mich rasiert habe. Also kann ich einfach jemanden abstechen und dann sage ich einfach, das war Notwehr und dann fahren die einfach weiter, ohne mich mitzunehmen. Ja. Ist ja auch unlogisch. Ja. Oh, das geht doch im echten Leben auch nicht so. Ja, ich bin einmal kurz im Kopf. Ich guck mir gerade den Defunk an. Weil ich dich mit dem Fahrrad angefahren habe. Ja, siehst du mal, lern Fahrrad fahren. Ja, Digga, wegen sowas kriegt man Einheiten, aber wenn man die beide Spaß abstich... hat. Wir beide haben uns gegenseitig vom Fahrrad geworfen. Ja. So, ne? Und dann sagen die ja, weil ich nicht mit dem Fahrrad angefahren habe. Oh, sorry, Alfred, ich wollte eigentlich Slash den Muskel. Sitz dich doch auf. Das sind keine Master. Wann hast du dir den hier geholt, Philipp? Ich hab den auch. Gestern oder so. Irgendwie, wenn man jemanden mit dem Fahrrad überfährt, umhaut, keine Ahnung. Aber wenn man jemanden absticht oder abballert, kriegt man nix. Geht halt nur optisch gut, ne? Auch nicht. Optisch solltest du an dem nix verändern. Ja, weil die Motorhaube immer nur an der linken Seite festgeschraubt sind. Der sieht aber, ich finde, man muss bei dem aber optisch auch nichts verändern, weil der auch so optisch schon cool aussieht, wegen den Felgen. Bei mir sitzt so halb in mir. Ja, Felgen kannst du doch ein bisschen wechseln, oder? Ja, wollte ich, aber die Scheiße kann man nicht. Und zieh dir dein Hemd an, bitte. Ich darf nein, das nicht. Nein, wenn er außer Dienst ist, muss er so rumlaufen. Okay. Ja, Fugan, ich hab dir auch, ja... Mit Alex habe ich das schon besprochen und dir habe ich das schon zugeschickt. Die neuen Kleidung. Okay. Für die Sanis. Mal gucken, ob du das mal die Tage reinmachen kannst. Hey Sani sexy. Siehst du aus wie Hexi. Moin moin. 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 Ich wollte nur sagen, coole Autos hat ihr da hinten. Keine Ahnung, warum die hier alle noch so rumstehen. Darauf erstmal abschließen. Nee, keine Sorge. Klar, ich bin noch dran. Irgendjemand hat meine Karre irgendwie verkarrt hingestellt. Wer hat eigentlich gerade den Dings umgefahren? Den Hydranten? Ich wollte nur fragen, ob ihr irgendwie wisst, wie man schneller an gutes Geld kann. Schneller an Geld kommen? Drogen. Job. Ja. Job. Müllmann. Ja, Müllmann, Digga. Halbe Müllmann. Stunde 50k. Was für Geringverdiener. Die machen mehr Geld als du, Ben. Das kann sein. Oh, wer ist denn da gekommen? Oh. Ja, wir. Wer ist denn gekommen? Ich sehe nichts. Medic! Er hat einen Kopfschuss, der Typ. Ja, Philipp hatte auch einen Kopfschuss. Den holst du hoch? Ich hatte doch keinen Kopfschuss. Philipp hatte keinen. Wer entscheidet das? Man sieht es, wenn wer einen Kopfschuss hat oder nicht. Das entscheidet doch immer noch der Medic. Und ich stand direkt daneben. Ich habe bei beiden Schüssen das genau gesehen. Bei ihm bei ihm war das wirklich direkt auf dem Kopf, die Kugel. Bei Philipp war das an der Seite gewesen. Okay, an der Seite. Und den ersten Messerstich auch? Einfach nur wiederbelebt worden und... Hä? Messerstiche werden allgemein wiederbelebt. Ja, ja, aber es war ja kein Behandlung. Jetzt kein Messerstich. Danach. Doch, Philipp wurde als erstes mit dem Messerstich umgebracht. Ja, einmal gemessert und mehr nicht. Ich wurde gar nicht von ihm erschossen. Ja, du wurdest gemessert, ja. Ja. Und danach wurdest du hochgeholt. Ja, und dann habe ich ihn erschossen. Genau. Ja. Hast eine gute... Ja, komm, gleiche Trech jetzt für jeden, dann wird er auch jetzt hochgeholt wieder. Weil da steht nur Schusswunde. Ja, alles gut. Haben die Polizisten sogar nicht gesagt, der hat einen Kopfschuss? Ist jetzt gut, Jungs, also. Gedingst, Alter. Ihr beruhigt euch jetzt beide und streitet euch auch jetzt nicht hier. Darf ich etwas herum vorne? Mit dem Auto oder soll ich hier mal? Sie sind gerade. Auch im Dienst und da wäre es nicht so gut mit dem Privatfahrzeug umzufahren. Nee, ich meine ja mit dem Krankenwagen. Ja, das können sie so ein bisschen Streifenfahrt machen, ja. Gut, dann bin ich auf Streife. Okay. Ich bin einfach beschlossen, dann wird mein Auto einstellen, hast einfach weitergemacht mit Zillich.
Ich bin dann weggefahren. Bin dann weggefahren, bin mich hingekommen. Warum lagst du dann tot, weil du auf mich draufgegangen bist, Digga? Guck mal, du kannst dich mal richtig lügen, what the fuck? Wir haben uns geboxt und dann hast du dein Messer gezogen. Ja, ja, und dann warst du tot. Ja, und dann wurde ich und danach hab ich dir zweimal in den Kopf geschossen, als du auf dem Boden lagst. Und der erinnert dich mal zu mir, bis du auf dem Kopf schießt. Er ist doch weggefahren, als ich hochgeholt wurde, und dann bin ich auch weggefahren. Aber warum bist du dann wiederbelebt, wo du einen Kopfschuss hattest? What the fuck? Er hat dir einen Hallo, ganz ruhig. Er hat dir einen Overkill gegeben, als du auf dem Boden lagst. Er hat aber nicht auf den Kopf geschossen. Natürlich. Nein. Aus meiner Sicht hast du ihn eher an der Schulter getroffen. Ich stand doch direkt daneben. Ich stand direkt daneben. Wenn er auf dem Boden liegt und dann auf die Schulter schießt. So, klar, der Sync ist dann nicht da, aber wenn einer auf dem Boden liegt, schon tot ist und er dann mit der Waffe nochmal drauf schießt, heißt das im Endeffekt, das ist ein Kopfschuss. Ja. Also, ja, was soll er sonst, warum sollte er denn... Ist okay dann. Klar, es ist nicht die feine Art, das ist ein Overkill, finde ich immer so ein bisschen grenzwertig, aber... Dann beruhigen wir uns jetzt erstmal alle wieder ein bisschen. Und chillen weiter. Tschüss. Tschüss. Aber so, jetzt haben wir uns alle lieb und fertig. Ich kann mich nicht, ich sitze mal neben dir. Soll ich dir ein Screen schicken? Also ein Bild von uns schicken? Ja, ist gut, setz mich hier. Gleich sitzen die bei dem drin. Ich setz mich neben meinen Papa. Wer ist dein Papa? Mark? Ja? Der hat mich adoptiert. Oh, das da. Ist mein Adoptkind. Und jetzt sage ich zu dir, du fährst mein Auto so. Alle in Pink bitte, ja? Alle in Pink und Mark, mein Sohnemann. Du bist zwar mein Papa, aber du kannst mich nicht zum Arbeiten zwingen. Geh arbeiten. Du wüsstest, wenn du wüsstest, zu was ich dich alles zwingen kann. Geh arbeiten. Aber der Mechaniker hat wirklich recht, da muss man Auszeit nehmen. Der ist jedes Mal an ATU, Alter. Als Mechaniker dann... hat man ja keine Arbeit, da steht man einfach den ganzen Tag. Jo, sei du ruhig, Junge. Ja, und da kannst ich du mach meinen Job Kaffee. Wenigstens richtig. Da kannst du genauso Kaffeekränzchen halten wie hier. Guck mal, er kommt wir können ja das jetzt hier alles können wir ja zu dir an die Arbeit verlegen. Ich muss auch sagen, Autos, der Mechaniker. Wir babbeln ein bisschen, du verdienst ein bisschen. Der Mechaniker kommt auch mitten in der Nacht, wo er gerade Spaß mit den Admins hat, kommt er einfach fix zum Dispatch. Richtig! Er macht alles Mögliche, ey, das ist der Hammer! Ja. Die Vater-Sohn-Liebe. Als Vater so liebe, was? Ja, ach so. Ich hab doch, pass mal auf, ich hab doch gerade gesagt, wie wir das jetzt machen. Unser Treffpunkt von hier verlagern wir jetzt alle in die Werkstatt, ja, damit er hier ein bisschen bla bla hat und ich kann meine Autos derzeit färben lassen. Er verdient noch ein bisschen Geld, haben wir alle was von. Ja, okay. Ich verdiene kein Geld. Ich komme auch. Nee, du verdienst kein Geld. Das Firmenkonto. Ja, was davon ich... aber dann. Ah, guck mal vorne, ich kann ja. Lass mir aber keine Rechnung aufstellen. Ja, auch nicht. Weil sonst muss ich ja Rechnung auch noch bezahlen. Also verlagern auch wir uns jetzt eigentlich mit dem Motor, oder? Ja, ja. Guck mal, Philipp? Die Scheinwerfer kann ich hoch runter machen. Jack, komm mit! Hat schon. Mindestens das funktioniert alles. Oder? Herr Kollege, kommen Sie gut allein zurecht gerade? Ja, zurzeit ist gerade nichts los. Jo, dann kann ich ja fix mal kurz außer Dienst gehen und Autotüten gehen. Jo. Aber alle, glaube ich, im Funk, also wenn sie Hilfe brauchen, ich bleib auf jeden Fall im Funk, dann komme ich rum. Und geh wieder in Dienst. Ja, verstanden. Ach, schick. Oh,
Alter, da fährt er mich um, ey. Guten Tag. Oh, sie sind ja, ne? Jojo, so ist, wenn wir außer Dienst sind. Achso, jetzt, wie trage ich eine Person? Carrie. Müssen sie eingeben. Unten, okay. Aber sonst jetzt, kriegt der Mechaniker Aufträge. Okay. Wenn sie mir Fulltube machen, ich gebe ihnen 100. Also viel Geld habe ich gerade. Hey. Oh Mann, Alter. Junge, hallo. So, sie wissen ja bei mir schon. Der bezahlt mir gleich eine Reparatur. Der bezahlt mir eine Reparatur gleich. Weiß. Ach ja. Alle besser oder glänzend? Sie eher matt oder glänzend? Pur weiß, glaube ich. Okay. Noch irgendwas? Was sind die Lackierung? Ich glaube Reinigung. Auto ist dreckig, oder? Mhm. Ja. Mache ich dann selbst Scheibentönung. Achso. Ganz schwarz? Ja. Okay. Oder, nee. Geh mal zurück. Die Schrift ist dann nicht mehr unten sichtbar. Also so ein bisschen getönt, ja. So ist okay. Hey, warum da nicht nach? Okay, noch was? Der Bruder hat mir damals schon die Motorräder nachgemacht. Im Prinzip hat er mir nachgemacht. Wer? Du hast mir nachgemacht mit den weißen Sachen. Jetzt. Weiß ist Xani-Farbe eigentlich. Nein. Das habe ich schon davor gehabt, bevor du deine Gegner aufgemacht hast. Nee, das war's sonst. Xani-Farbe. Ja. Kollege.
Bei meinem Auto machst du andere Unterboden in weiß und andere Felgen eben schnell, ja? Ich glaube, okay. Felgen gehen nicht, glaube ich. Doch, ich habe die schon geändert, nur die finde ich nicht mehr schön. Oh, ich gebe dir auch die Rechnung. Oder kannst du mir das Bar geben oder Rechnung? Rechnung lieber. Okay. So. Und schön die schöne Mercedes, der. Das coolt aus. Okay, also Unterboden und andere Felgen. Ja, weiße Unterboden. Ja. Das ist Kultfahrzeug, weißt du? Und Xenon. Keine Ahnung. Alfredo, was du da machst, ne? Reifen durchdrehen. Ja, warum machen du das? Weil ich's kann. Haben du zu viele Geld? Ja. Ja, das kostet doch alles Gummi. Da habe ich damit nichts zu tun. Wer von Dark Knight AP gebannt wird, vom Defunk. Ich auch nicht. Aber was willst du damit? Weil Leute im Chat gerade fragen. Achso. Oh, mein Trinken ist leer. Ach nee. Oh, ein Schlumpfi. Echt ein Wulfi-Mulfi. Man soll sich verpissen, mein Auto ist der nächste. Ey, Zack, du kannst ja bestätigen, ich hatte schon, bevor Philipp da mit seiner Gang ankam, mit den weißen Fahrzeugen, hatte ich schon weiß gehabt, oder? Ja. Ja, weiß ist halt eine endlose Farbe, die kannst du halt immer nehmen. Hattest du weiß-weiß oder weiß und irgendwas anderes gemischt? Urweiß. Metallic. Matt. Glanz. Hochglanz. Perfekt. Okay. Bei mir muss alles Metallic. Wenn weiß, dann Metallic. Nimmst du andere Parkplatz? Stehen wir gerade gut. Ach, Leute. Und jetzt. Alter. Schon, dass das ein Medic ist, ne? Kollege Schnürschuh. Was ist los, oder? Alter. Genau. Nee, zurück mal nicht so damit. Ey, du Pümmelkopf, Alter. Schmutzhurensohn. Ist das dein Ernst? Lutscher, Alter. Alter, hier geht's ab, Alter. Jetzt liegt Tesla auch. Der Blaue, der scheißt sich immer ein. Ohne Maske würde ich den gar nicht hier behandeln, und wenn er nicht redet. Ja, grüne Wiese, nimm Maske runter. Nimm mal die Maske runter und red mal mit mir. Den kenne ich doch. Keine Ahnung, meiner Mafia, den habe ich ein Blatt outgegeben. Okay, wie kann ich helfen? Ja, Skyline weiß. Weiß, so, weiß. Weiß, alles weiß, mal weiß. Weiß, weiß, ja, weiß, weiß, weiß. Jack, geh mal ein Stück rüber, bitte. Thank you.
Hey. Hey, du Pisser, Alter, du bezahlst jetzt hier gleich zwei Reparaturen. Meine bezahlst du und seine. Ich da mal kurz Hefe. Es sind zwei Leute beim Krankenhaus und ich habe noch welche draußen zu erledigen. Ne? Kann jemand da hinfahren? Ja, ich schick den Kollegen. Hey. Hallo. Ist gerade. Ja, der andere Kollege ist gerade nicht ansprechbar. Du hast nicht gut. Ich habe 2 oder 3 Dispatcher bekommen und ja. Und hier sind auch noch 2. Ich kann mich hier leider nicht zerteilen. Ja, ich komme. Das ist mein Auto, aber ich bin auch nicht im Dienst gerade. Mir ist sie doch, Linus, dass alle weißen Autos eigentlich mir gehören. Moin. Moin. Da bin ich wieder. Ja, dieses Dispatch-Dings da. Das will mir nicht das auf der Karte anzeigen. Ja. War hier am Krankenhaus das eine. 11:16 Uhr. Einfach dann oft nochmal das Handy aufmachen. Gut. Fahren Sie zu dem Ort hin? Ja, ja. Ich fahre die einfach kurz an. Keiner mehr. Beide erledigt.
Das hört sich natürlich gut an. Einmal den Typen da. Den muss man kurz carryen. Den muss man kurz carryen. Also. Alter Falter. Du bist weg. Naja, wurde glaube ich mitgenommen. Er wollte unbedingt, dass ich ihn töte, ne? Töten bringt da nichts. Nee, aber du sagst ja, ich töte sie auch nicht. Na, da ist er da. Geht doch wieder. Wie kann man eine Anzeige erstatten? Bei der Polizei. Bei einer Polizei, okay. Ganz komischer Typ. Von mir aus darfst du wieder außer Dienst gehen, ne? Ja, alles gut. Ist alles schon passiert oder was? Nö, nö, wenn was sein soll, der Hartmann, dann weiß er, ich komme immer schnell. Ja, war auch sehr schnell. Wie gesagt, manchmal ist es einfach ploppen voll und manchmal ist es gar nichts. Ja. Ist manchmal so. Ja, ist ziemlich entspannt. Ja. Ich meine, manchmal hast du dann auch eben so minutenlang keine Einsätze und dann kommen manchmal die Einsätze so. Wie eine Bombe eingeschlagen, so bam. Ja. Bei mir waren ja vorhin zwei Cops, die brauchten etwas ärztliche Hilfe. Und dann kamen nochmal fünf weitere da geführt. Ne? Naja. Deswegen, wir sind eben ein bisschen unterbesetzt momentan. Ja, jetzt gerade zwei aktuell, ne? Mhm. Aber der andere ist außer Dienst. Ja. Aber wenn der dauerhaft so außer Dienst ist, wird er auch Konsequenzen haben. Ja, deswegen, ich bleib ganz ehrlich, ich würde den ganzen Tag mit der Karre da rumfahren, also ich würde mich nicht stören. Ja. Das Outfit sieht auch noch gut aus. Im Gegensatz zu manchen anderen. Gerade wenn demnächst wahrscheinlich noch ein cooleres Outfit kommt. Ja, so ein deutsches. Mhm. Sind auch so welche Laborkittel? Da muss ich auch noch mal gucken, ob ich das finde. Wäre noch eine Frage. Ja. Wenn das die Gehaltserhöhung kommt, alles, ne? Kommen ja Azubis mehr oder oder also erst ab Notarzt. Das ist so. Schade. Wie lange dauert Azubi? Also wie lange ist man so? Kommt drauf an, was man für eine gute Arbeit leistet. So, zum Beispiel ein Kollege, der Dean, der wurde gleich direkt zum Notarzt befördert. Was hat er denn gemacht, ey? Er war aktiv. Hat auch gutes MP gemacht. Ja gut, ne? Und sowas wird dann auch belohnt. Ja, ich hatte einen Typen, den musste ich operieren. Und er hat gesagt, er muss jetzt 7000 Euro zahlen, ne? Und er hat mir einfach 3000 Euro gezahlt, hat es dann weggelaufen. Ja.
Die meisten Leute sind einfach ein bisschen zu geizig, Geld zu geben. Ich hab gesagt, wenn es nicht bezahlen, dann muss ich die Polizei rufen. Ja. Mir die Hälfte gegeben und ist dann abgehauen. Ich bin noch ihnen etwas hinterher gerannt und ist dann die Treppe runtergesprungen. Das ist manchmal schwierig mit den Leuten, was aufzubauen. Weil du kannst aber nicht dann echt so machen, ne? Einfach so zack, abhauen. Naja. Würden die Securities, die hier drin sind, einfach zu dir hingehen und dann einfach umklatschen? Manchmal haben die es für die Leute. Ach, nein. Die Leute landen ja nicht ohne Grund in dem Krankenhaus, ne? Mhm. Irgendwas Neues auf Twitter? Der Typ, da schaue ich auch mal drauf. Aktuell noch nichts Neues. Aber da habe ich schon so spät, ey. Ja, die Zeit vergeht. Ja. Mehr bemerkt man gar nicht. Ja. Man denkt, man ist gerade erst aufgestanden und dann ist der Tag schon wieder fast rum. Ja. Ich habe gerade. Ich habe einen alleine operiert, ich habe zwei mehr Polizisten geholfen. Also ich habe, es war eigentlich ein erfolgreicher Tag für mich. Naja. Da gab es diesen einen Typen, der hier rumgezoppelt hat, ne? Sich beschwert hat, dass ich nicht kam, ne? Wo ich gesagt habe, dass das Krankenhaus war komplett voll, aber... Darf ich mal fragen, wie alt du bist? Im Kopf? Ja. 15. Okay, hörst dich älter an. Ja, es liegt daran, weil ich vielleicht Sport mache. Mit Casein und Protein und sonst was. Ja, aber eigentlich soll es ja auch ein Lob sein, wenn man sagt, du hörst dich älter an. Ja, ist es auch. Im Gegensatz zu manchen anderen Polizisten, ne, die jetzt Azubi sind und sich etwas jünger anhören. Naja. Manchmal denkst du einfach so, also, warum rede ich eigentlich mit dir, ne? Sei einfach leise. Ja, aber... Man denkt dann bei denen, die sind erst gerade vor kurzem unten rausgekommen. Ja, oder jünger, ne? Ja, und dann sagt er dir, was, du darfst nicht das machen oder das. Also macht er genau dasselbe, dann könntest du ausrasten, ne? Naja. Ach, so ist die Welt manchmal. Ja, das ist tatsächlich so. Wie alt sind Sie? 32. Im Kopf, wirklich. Und dachte ich mir schon. Da bringt man dann eine gewisse Reife dann auch mit. Ja, und auch mehr. Gewisse Sachen, ja. Ja, man kann auch dann auch, wie kann man sagen, besser damit umgehen, ne, im Gegensatz zu manchen anderen. Naja. Deswegen ist ja Kalle ja der Chef, ne? Der Zweitchef. Ja. Es ist eben auch ein Freund von mir sogar. Jo. Wusste ich ja am Anfang gar nicht, ne? Mhm. Ich dachte, er hieß einfach Kalle und er dachte mir so, oh ja, Kalle. Ja, der Kalle. Alte gute Kalle. Mittlerweile auch sehr bekannt auf dem Start hier. Ja, sehr, also es kennt jeder. Ich will mich jetzt nicht wundern, wenn jemand ihn nicht kennt. Ja. Ob Kalle hier gerade wach oder? Ich glaube noch nicht. Das ist eher so nachtaktiv, ne? Ja, am etwas Abend. Spät, oh ja. Er ist einfach wie eine Eule.
Oh, Speicher voll. Da muss ich mal ein paar Sachen löschen. Jo, wann machst du eigentlich wieder deine Dashcam an? Die läuft doch schon. Ah, gar nicht bemerkt. Spontan Abend. Mhm. Weil ich ja hier Dings, kann man sagen, Pause, ne? Eine kleine Brutti-Pause. Oh ja. Hab ich hier auch noch was? Ich hab einen Apfel. Och, mein Handyspeicher ist ein bisschen voll. Bisschen? Bisschen. Nicht mehr viel Speicher. Steht dran. Was nimmst du denn damit auf, ey? Keine Ahnung. Ja, nix, bin unschuldig. Aha. Ja. Ey, das ist jetzt auch mittlerweile. Ich hab auch Leute, die mittlerweile auch täglich immer die gleichen sind, die bei mir auch reinschauen in den Stream, also in die Bodycam. Jo. Muss ich auch mal bald wieder vorbeischauen. Ja. Wird ja schlecht, wenn ich ja hier gerade wach bin, ne? Naja. Wollen wir etwas herumfahren, oder? Och, nö, ich chill hier dann ein bisschen. Ich fahre ja dann etwas herum, ne? Jo, jo. Bis gleich. Bis gleich. Wenn man gerade vom Teufel spricht. Ja, dann dachte er. Ich bin im Auftrag des Bürgermeisters da und soll jedem Mediziner, der einen Tesa besitzt, die Tesa abnehmen. Ich hab keinen. Moment, der Herr. Moment. So, wie kann ich Ihnen helfen? So, der Herr, ich hab einen Auftrag gekriegt vom Bürgermeister, dass ich jedem Mediziner den Tesa abnehmen muss. Ich hab keinen Teser. Sie ein Teser. Okay. Sie würden mich gern durchsuchen. Natürlich, dann drehen Sie mal kurz um. Der Herr Niemir ist ein neuer Mitarbeiter. Okay, gut. Na, wie gesagt, ist von ganz oben ein Befehl und den muss ich nachdenken. Ja, alles gut. Gut, dann war's das erstmal, ne? Dann wünsche ich Ihnen ruhigen Dienst. Jo, gleichfalls. Ich hab keinen Teser, also. Nö, ich auch nicht. Woher soll ich einen Teser bekommen? Ja. Kriegt man ja nur vom PD. Ja, und die Leute, die es denn klauen, ne? Ja. Gut, dann fahr ich mal los, ne? Jo, dann bis später. Bis später. Was war das gerade? Das war ich aus Versehen. Besitzen Sie noch einen Teser, Herr Kollege?
Mich? Ja, ich meine sie. Dann bete ich sie bitte zum PD zu fahren und den abzugeben. Ich habe keinen Test mehr. Nee. Die aber auch nicht, warum wir wegen anderen Leuten kein Test haben dürfen. Das sind neue Richtlinien. Hat der Bürgermeister entschieden. Thank you.
Der Herr, bei Kollegen alles gut oder brauchen Sie Hilfe? Nur sagt er, alles gut. Okay. Ich habe auch die Einsatzzentrale mal übernommen, ja. Also wenn jemand unter die 112 anruft. Okay. Hallo? Moin Moin. Sucht ihr noch Bewerber? Ja, Adler. Woher weißt du, wer ich bin? Hm? Woher weißt du, wer ich bin? Weil es nur zwei Lost MC Leute gibt. Ah. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? Gut, warum? Oh, gut. Bei Lost MC verdient man halt nichts, ne? Hm? Bei Lost MC, willst du wissen, wie viel ich da verdiene? Tschüss, los. 2000. Und das nicht mal von dem Chef. Ich weiß. Wurde auch ein bisschen erhöht. Digga, ich kann nicht mehr irgendwas machen alleine. Ja, weil der Präsident gekommen da ist. Ey, guck mal, ich kann vorne diese Blinker-Dinger abmachen. Ja. Siehst du? Ja, ich weiß, extra Menü. Oh mein Gott, sieht das hässlich aus. Denn das nicht Spiegel? Ja, Spiegel und Blinker. Aber das Fahrzeug wird nicht dadurch repariert mehr. Das ist nice. Ja, besser was, ist es, ne? Was ja früher das Problem war. Ich tue mal weiter. Ja, jo. Vielleicht kommt ja Präsi ja auch bald. Ja, ja.
Ein bisschen unbeinig gerade. Ach ja.
Ich leg mich schon mal schlafen, ne? Jo. Auch schlafen. Könntest du es noch einmal wiederholen? Ich gehe auch sofort schlafen. Ich gehe nur noch kurz zur Garage. Ja, okay. Hallo, Entschuldigung. Ja. Ich hätte da eine Frage. Jo. Ist denn der Chief da? Also, ja, der steht gerade vor Ihnen. Ach so. Ja, ich wollte mich eigentlich gerne bewerben. Na, kommen Sie mal nach der Sonnenwende, ja? Ja, okay. Ja, dann bis später, ne? Ja, dann bis später.
Auch nicht viel, aber. Dann wollte mich auch wissen. Ich werde auch heute nicht so lange machen. Why du würdest gerne wie wir sein, tut mir leid, doch du kommst in niemals rein. Why, das ist Dark Knight JP. Why, das ist Dark Knight JP. Why, ruf die Polizei.
Wo bleiben die denn hier an? Nicht mal heute. Wie sonst bei. Bin gleich noch ein bisschen was. Und irgendwie ist es heute so. Nicht so. Also haut da rein. Bis morgen.